Halloween-Gauner Teil 2. Alles läuft genau nach Plan. Halloween gehört uns Schurken, so wie es sein soll. Springer Leopard, die bösen Schurken arbeiten zusammen. Das sind gleich drei Albträume in einem. Bitte komm, PJ Robo. Du musst uns helfen. Hey, gute Idee. Er will die Motten hinters Licht führen. Macht euch bereit. PJ Robo ist ein echt helles Köpfchen. Aber sie lassen uns immer noch nicht los. Ich habe eine Idee. Auf mein Zeichen. 1, 2, 3, kitzeln! Danke, Eulette. Und danke auch an PJ Robo. Verkleidete Kinder haben sich unsere Süßigkeiten geschnappt. Das war's wohl mit Halloween. Wer heult hier? Captain Cameron hilft dir. Wenn ich mich aus einem Netz befreien und einen Geist erschrecken kann, kann ich auch unsere Süßigkeiten zurückholen. Captain Cameron! Ja! Wir sind diejenigen, die die ganze Arbeit erledigen. Cameron glaubt nur, er wäre ein Held. Tja, wenn wir die Nachtschurken nicht aufhalten, wird niemand ein Held sein. Wir müssen uns konzentrieren. Katzenohren! Die Wölfis. Klingt, als wären sie irgendwo im Park. Los, kommt! Spürt die Superkraft des Halloween-Wolfmonds. Yip, yip, yau! Los, komm jetzt. Wir müssen ein Versteck für die Süßigkeiten finden. Schon erledigt, Leute. Ich habe sie in ein super geheimes Versteck gelegt. Cool. Und wo ist es? Es ist so geheim, dass ich vergessen habe, wo es ist. Komm schon, denk nach, Kevin. Wisst ihr, ich habe extra einen Reim erfunden, um mich zu erinnern. Jetzt muss er mir nur wieder einfallen. Tüten klingt wie Brüten. Also sind die Süßigkeiten sicher... In einem Nest. Wir schnüffeln sie einfach mit unseren Superschnauzen. Rip, Heuler! Hast du das Versteck gefunden? Viel besser. Einen Knochen. Gut, dass wir noch unseren Super-Wölfis gesehen haben. Ich wusste, die Straßenköter würden es vermasseln. Hey Leute, die Wolfsspuren führen hierher. Die PJ Masks? Aber die habe ich doch abgehängt. Mein raffinierter Halloween-Plan geht den Bach runter. Jetzt reg dich nicht gleich auf. Wir brauchen einen Angriffsplan. Bleib einfach hier. Die Pyjama-Plagegeister werden Ihnen helfen, die Süßigkeiten für uns zu finden. Siehst du, das ist gar nicht so schwer. Hey, Wölfis, habt ihr was verloren? Was? Wisst ihr, wenn ihr uns nicht sagt, wo ihr die Süßigkeiten versteckt habt, bekommt niemand einen Leckerbissen. Hot Dogs sind meine Lieblingsleckerbissen. Das ist es! Oh, Süßigkeiten, Süßigkeiten. Das Versteck ist bei meinen Hot Dogs. Aber das ist doch kein Reim. Und wo bewahrst du deine Hotdogs normalerweise auf? In der Hütte. Rudelrauferei! Wir müssen als Erste bei der Hütte sein. Super Katzentempo! Wow! Wir haben alle Süßigkeiten gefunden. Yeah! Klasse! Aha! Ich hab euch auf frischer Tat ertappt. Es ist nicht so, wie es aussieht. Bei den Ringen des Saturns. Lasst die Süßigkeiten fallen und stellt euch der interplanetarischen Gerechtigkeit. Autsch! Sorg einfach dafür, dass die Kinder ihre Süßigkeiten zurückbekommen. Und ihr hattet tatsächlich die Nerven, euch als Superhelden zu verkleiden. Sag, wer? Hast du überhaupt eine Ahnung? Du darfst dich nicht verraten, Gecko. Aber er streicht den Ruhm ein für alles, was wir tun. Und er glaubt, wir hätten die Süßigkeiten geklaut. Das ist so unfair. So viele Tüten voller Süßigkeiten. Ich könnte die doch eigentlich auch für mich behalten. Oder auch nicht. Flatternde Federn. Was machen wir jetzt? Cameron darf uns nicht in Aktion sehen. Bleibt hier und wartet auf mein Zeichen.
Würdest du uns verraten, was du mit unseren Süßigkeiten machst? Du kannst das schaffen. Das sind nur Kostüme. Du bist Captain Cameron. Hör auf zu stammeln und her mit den Süßigkeiten. Bleib stehen! Zwingt mich nicht, meinen Super-Tornado-Weltall-Kick einzusetzen. Sag bloß, du bist ein neuer Superheld. Ja, ich bin Captain Cameron, interplanetarischer Held aus den Tiefen des Weltalls. Keine Autogramme, ich bin auf Mission. Wow, warst du schon auf dem Mond? Noch nicht. War viel los heute Nacht. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss schnell von hier verduften. Wusch, wusch, wusch. Tschicka, 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 tschu, tschu. Tschicka, 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 tschu, tschu. Er ist kein Held. Schnapp die Süßigkeiten. Wie eklig, Motten. Ich entfache den interplanetarischen Sturm. Jetzt! Boah, hab ich das etwa getan? Dieses Kostüm werde ich nie wieder ausziehen. Verschwinden wir von hier. Los, los, bevor er uns in den Weltraum schießt. Dann muss wohl ein echter Held aushelfen. Ninjalinos, worauf wartet ihr eigentlich? Auf Weihnachten? Hey, los, hinterher. Hä? Wie, was, wohin? Alles klar. Meine Superkräfte haben sie wirklich weggefegt. Mitsamt den Süßigkeiten. Oh nein! Wo gehen wir jetzt lang? Eulenaugen! Wie es aussieht, treffen sie sich in der Kanalisation. Unter der Erde? Komm schon, jetzt sprengen wir die Party. Diesen Ort als unser Versteck ausgesucht. Es ist feucht hier. Und dunkel. Und gruselig. Wer war das? Das ist nur dein Echo. Unsere Wolfskräfte werden ohne das Licht des Halloween-Wolfsmondes immer schwächer. Es gibt kein Halloween-Wolfsmond. Ihr Fellknäule glaubt aber auch alles. Heißt das, wir sind keine Superwölfis? Schluss mit diesem Gejammere. Wir sind hier, um den größten Halloween-Coup aller Zeiten zu feiern. Also, teilen wir die Süßigkeiten auf. Nicht zu fassen, dass sie das durchziehen konnten. Was machen wir jetzt? Wir sind in Unterzahl. Wir haben es geschafft, die Pyjama-Plagegeister im Kreis laufen zu lassen. Und das dank meines brillanten Plans. Was soll das heißen, dein Plan? Das war alles meine Idee. Was ist mit uns? Und meinem supergenialen Hotdog rein? Oh, Süßigkeiten, oh, Süßigkeiten. Das reizt sich nicht. Wow, den Ruhm einzustreichen ist ihnen wichtiger als die Zusammenarbeit. Ist das zu fassen? Naja, das klingt irgendwie nach mir. Mir war es vorhin auch wichtiger, wer den Ruhm entstreicht, anstatt wirklich Halloween zu retten. Aber was, wenn wir das gegen sie einsetzen? Zusammen sind die Schurken vielleicht stark, aber ein kleiner Trick könnte sie auseinanderbringen. Das klingt nach einem super Plan. Voilà! 10 für mich und 2 für jeden von euch. Fair und gerecht. Wo hast du zählen gelernt? Oh Mann! Lecker! Weder fair noch gerecht. Leute, da ist ein Geist! Au! Sowas wie Geister gibt es nicht. Es ist Luna Girl. Sie will uns alle Süßigkeiten wegnehmen und uns wieder reinlegen. Will ich nicht. Aber da ich Mondkräfte besitze, verdiene ich auch mehr. Blödsinn! Meine Ninja-Tricks sind die besten. Also sollte ich das meiste bekommen. Aber wir haben die Beute geklaut und versteckt. Wir sollten das meiste bekommen. Und wie wär's mit? Gar nichts. Die gehören den Kindern, die sie gesammelt haben. Der Eidechsenbubi. Haltet ihn auf. Zuerst müsst ihr mich aufhalten. Super Katzenstreifen. Was? Super Katzentempo. Jetzt bekomme ich mehr. Super Gecko-Schild! Kommt schon, das ist unsere Chance, uns alles zu holen. Super Eulenfedern! Ja. Ihr PJs könnt einen echt den Spaß verderben.
Zu teilen macht Spaß. Ihr könnt meine Süßigkeiten haben. Fröhliches Halloween. Wir werden es wohl niemals lernen. Hallo! Es ist der Weltraumjunge. Er ist zurück, um uns zu holen. Ich bin Captain Cameron. Ich habe euch umzingelt. Drückt sofort die Tüten mit den Süßigkeiten raus. Wir befolgen besser die Befehle des Captains. Ich sagte, kommt raus! Wow, das war ja leicht. Ihr hättet mich sehen sollen. Ich hab sie verjagt. Was würdet ihr ohne einen supermutigen Helden tun, der euch rettet? Captain Cameron! Klasse gemacht, Captain. Gut, dass ein Held zur Stelle war. Oder vielmehr drei. Dann ist es dir egal, dass sie nie erfahren, wer die echten Helden waren? Nee, aber wenn es Zeit ist, ein Held zu sein, ist es nur wichtig, das Richtige zu tun. Und jetzt zu den Süßigkeiten. PJ Masks, ein starkes Team. Rettete heute nach Halloween! Das Drachenmädchen, Teil 1. Ja! Ich liebe diesen Ort! Ha! Wer tut das nicht? Glaubt mir, ich kenne das Museum so gut und wette, dass ich jedes Ausstellungsstück mit geschlossenen Augen erraten kann. Okay, Angeber, dann leg los. Und nicht schummeln. Die Wette geht. Okay, hier drüben ist die Gesteinsausstellung. Nicht schlecht. Oh, und das ist der ägyptische Teil. Okay. Und das ist eins meiner allerliebsten Stücke. Der Drachengong. Ja, ich weiß. Ziemlich beeindruckend, oder? Oh, oh. Was ist denn? Hey, wo ist der Drachengong? Das weiß niemand. Er hat sich einfach in Luft aufgelöst. Puff! Kommt schon, wie kann so etwas Großes einfach verschwinden? Oh, ich hoffe, dass Macht Ninja ihn nicht gestohlen hat. Das können wir nur auf eine Art herausfinden. Wir beginnen sofort nachzuforschen. Ich wusste, dass du das jetzt sagst. PJ Masks, jetzt nicht mehr los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Greg wird zu Connor wird zu Catboy. Hey, PJ Robo. Irgendwelche Hinweise aus dem Museum? Moment, was ist das? Oh, oh. Was macht ihr da? Sieht ganz so aus, als ob er den Drachengong zum Rätselberg bringen will. Aber wieso? Weil er etwas weiß, das wir nicht wissen. Schnell, zu den PJ-Geländebikes. Den Gong zurückholen, bevor Nacht Ninja noch etwas Furchtbares macht. Wow! Was ist das? Ich weiß es nicht. Irgendwas ist anders. Ja, ich spüre es auch. Und wo ist Nacht Ninja? So einen großen Vorsprung hatte er doch gar nicht. Eulenaugen! Ich sehe ihn! Fast geschafft, Ninjalinos! Fast geschafft! Oh Mann, das gefällt mir nicht. Ja, wir dürfen nicht zulassen, dass er den Drachen wieder herbeiruft. Kommt, wir müssen sofort zum Gipfel. Und los! Ja.
dazu in der Lage ist? Ich weiß es nicht. Aber wir können nicht einfach nur abwarten, was als nächstes geschieht. Kommt, wir lassen die Geländebikes hier. Hey, habt ihr das auch gehört? Huh? Katzensprung! Oh. Klebeklatscher-Geysire! Vorsicht! Wow. Wir müssen sofort weg von hier! Kommt mit mir! Das war knapp! Nachtninja hätte uns fast erwischt. Ich glaube nicht, dass das Nachtninja war. Ja, sie sind einfach so aufgetaucht. Hier geht etwas sehr Seltsames vor sich. Es ist, als hätte der Berg schlechte Laune oder so. Nee, das muss Nachtninja sein. Was, wenn der Drachengong all diese seltsamen Ereignisse verursacht? Egal, was es ist, wir müssen es aufhalten, sonst erledigt es uns. Seht, der Himmel klärt sich auf. Wir sollten den Pfad überspringen und direkt zum Gipfel gehen. Ja, bei all den Fallen kommen wir sonst nie dort an. Ich mach das. Super Eidechsengriff. Ich weiß nicht, ob das gut gehen wird. Keine Sorge, ich helfe dir. Okay, Leute, ich kann das nicht ewig halten. Ich starte in 3, 2, 1. Ich hab den Dreh raus. Okay, jetzt ich. Leute, wartet auf mich. Bereit machen für die Landung. Kein Ding. Katzen landen immer auf den Füßen. Moment, Katzen können nicht fliegen. Wie soll ich landen? Keine Sorge. Ich hab dich. Und, wie gefällt dir das Fliegen? Ich bleibe lieber beim Laufen. Aufgepasst! Super Eidechsengriff! Das hat doch gerade so richtig Spaß gemacht. Naja, wenn du meinst. Jetzt lasst uns nachsehen, was Nachtninja vorhat. Aha! Das muss der Platz sein, wo früher der Drachengong stand. Huh. Stellt ihn genau hier ab, Ninjalinos. Ein wenig nach links. Jetzt wieder nach rechts. So, perfekt. Jetzt befreien wir den Drachen aus dem Gong. Keine Spur vom Drachen. Ja, und der Schlägel sieht aus, als wäre er fest in den Klauen des Drachen. Ich glaube nicht, dass der Drache frei ist. Aber was hat dann die Felsen bewegt? Und wie sind die Klebeklatscher aus dem Boden geschossen? Das will ich gar nicht wissen. Holen wir einfach den Gong und verschwinden von hier. Wenn doch dieser sture Gong endlich den Schlägel freigeben würde. Au. Selbstverständlich muss man die geheime Inschrift auf dem Schlägel lesen. Das wusste ich ja. Weißt du was, Klitzekleiner? Dann hast du jetzt die Ehre. Endlich! Jetzt kann ich den Drachen dazu bringen, die Pagode zu öffnen, um die Geheimnisse des Rätselbergs zu stehlen. Ja, Klitzekleiner. Und ich werde der mächtigste Ninja, der je gelebt hat. Wie spät ist es, Ninjalinos? Oh, es ist Drachenzeit. Nicht so schnell, Nachtninja. Was? Ha, ihr seid zu spät, PJ-Schnecken. Er darf auf keinen Fall den Gong schlagen. Ich mach das. Katzenstreifen. Entschuldige, Klitzekleiner. Die PJs haben mich dazu gezwungen. Ich hab dich, kleiner Kerl. Na gut. Ich denke, ihr erinnert euch an meine Drachenfreundin. Huh,
Oh, oh. Vielleicht kennt uns der Drache ja noch. Was wünscht ihr, Meister? Ja. Das ist Musik in meinen Ohren. Ich glaube, sie erinnert sich nicht an uns. Drache, wir sind's, die PJ Masks. Wir haben dir schon mal geholfen. Ha, dumme PJs. Der Drache gehorcht dem, der den Schlegel hält. Und das bin ich. Jetzt macht euch bereit, umgehauen zu werden. Okay, Drache. Fick sie weg mit etwas Drachenatem. Oh, nicht schon wieder. Tut mir leid. Ich muss gehorchen. Wieder mal. Bis dann, dumme PJs. Das war lustig, Drache. Hä? Drache? Drache! Wo bist du? Hallo? Hallo? Ja, seht euch das an! Mein Drache hat die Pagode schon geöffnet! Ja! Was für ein Tag! Die PJs sind weg. Ich habe meinen eigenen Drachen. Und schon bald gehören alle Geheimnisse der Pagode mir. Was? Die mir gehört. Wer bist du? Was war denn das?